Die fünf schlechtesten Flughäfen in Europa. Condor einigt sich mit dem Personal, ohne dass es an der Zeit ist. Also kann man sagen, Condor einigt sich vor der Zeit. Flughafen Express BR haben wir auch einige Neuigkeiten, die nicht ganz so prickelnd sind. Dann haben wir eine neue Aussteigevariante in Indien, wo man drei Türen zum Aussteigen benutzt. Bleibt gespannt, was es da ist. Das ist nicht wie beim A321, wo man Tür 1, Tür 2 und dann die hintere Ella-Tür, also alle auf der linken Seite nimmt, sondern es wird sowohl links als auch rechts ausgestiegen. Dann gibt es eine Rate, die hatte ich ja schon besprochen, das ist diese Economy Green Rate der Lufthansa aus Skandinavien in den Rest der Welt so ungefähr, also zumindest in europäisch. Da habe ich eine Information euch vorenthalten. Es gibt mehr Meilen. Ich hatte das irgendwie verpeilt, hatte es aber auch nicht für wichtig erachtet, aber kommen wir später drauf. Dann haben wir noch einen SkyTeam Deal, der startet in Amerika und geht dann weiter nach Europa. Und Hilton hat ein Punkte-Sale. Das sind viele Punkte und Themen. In der Tat. Heute mal wieder zur Ausnahme der Herr Hoffmeister dabei. Genau, da. Aber auf der anderen Seite ist der Herr Kosten nach wie vor. Genau, ich bin auch wieder da, aber nichtsdestotrotz nicht irritiert sein von Mario. Abonniert den Kanal, motiviert Mario durch Kommentare, durch Abonnieren. Natürlich nicht nur, sondern auch Glocke anmachen und liken. Das sind die vier Dinge, die wir machen müssen, um den Kanal zu supporten. Dann haben wir auch noch eine Möglichkeit, wo man Mario nicht nur live und in Farbe sehen, sondern auch anfassen kann. Wir haben Stammtische am 12.8. München, 13.8. Frankfurt, 14.8. Berlin, 19.8. Helsinki, 28.8. Riga. Das ist so für diesen Monat, was wir geplant haben. Ich denke mal, fünf Stammtische sind okay, also da auch dann unten euch melden. Der Hofmeister ist allerdings wahrscheinlich nur in Frankfurt. Ja, weil er hat ja auch den Stammtisch in Goslar zu seinem Geburtstag abgesagt. Ja, stimmt. Naja, er hat ja zumindest nicht gesagt, wo man sich trifft in Goslar. Aber Goslar ist nicht so groß, deshalb. Aber nee, das ist schwierig, ja. Das erste Thema, was wir haben, sind die fünf schlechtesten Airports in Europa. Das ist jetzt nicht irgendein Quatsch, den irgendwie Skytrax gemacht hat oder den irgendjemand anders gemacht hat, Mario, sondern wen haben wir uns mal angeschaut? Ja, ein Buchungsportal hat das gemacht, kannte ich übrigens gar nicht, Holido, und hat die verkehrsreichsten Flughäfen, die 100 verkehrsreichsten Flughäfen aufgrund der durchschnittlichen Google-Bewertungen mehr oder weniger dann ein Ranking erstellt. Und da sind die fünf schlechtesten Airports in Europa zusammengekommen. Und zumindest einen davon kenne ich auch sehr gut und dem kann ich mich durchaus anschließen. Das ist die Nummer 2, aber wie fangen wir eigentlich an? Den fünf schlechtesten und arbeiten uns zum schlechtesten vor oder umgekehrt? Fangen Sie einfach an, Herr Hoffmeister. Ja, also dann würde ich sagen, der fünf schlechteste Flughafen in dieser Bewertung ist und Trommelwirbel, oh Wunder, der Flughafen Berlin-Brandenburg. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Da hat Lars uns aufgrund eigener Erfahrung und viele unserer Zuschauer und Kommentare ja in den letzten Wochen, Monaten ja einiges zugeschrieben, warum der Flughafen wohl der fünf schlechteste in Europa ist. Ich weiß nicht, Lars, möchtest du noch ein weiteres Highlight dazugeben oder meinst du, dass der Flughafen sich auf dem Weg der Besserung befindet? Lass uns darauf lieber nicht eingehen, weil wir haben dann beim zweiten Thema noch, glaube ich, die Möglichkeit, da ein bisschen zu zeigen, wie doof Berlin den Flughafen gestellt hat. Gestellt? Gelegt? Gemacht? Gelegt. Gelöst? Ja. Gelöst. Wie auch immer. Und ich gehe weiter. Wen haben wir denn danach? Danach haben wir einen von zwei Flughäfen in Großbritannien, nämlich den Flughafen in Manchester.
Ich kenne den gar nicht. Ich glaube, ich bin da einmal geflogen, aber das muss ewig her sein. Da vor allen Dingen sehr lange Wartezeiten bei der Gepäckausgabe, unwirsche Mitarbeiter und auch die Security oder der Security-Check wäre dort sehr unwürdig. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ist Manchester so auf deiner Liste? Ist ja auch, glaube ich, ich bin von Manchester. Emirates ist nach Manchester geflogen, ah, ja, ich bin richtig mit denen nach Manchester geflogen. Luton ist ja fast der einzige Flughafen, wo Emirates nicht hinfliegt in England, gefühlt. Also insofern, ja, Leiden auf hohem Niveau, aber es ist jetzt halt auch ja, schwierig, so einen Flughafen immer auf einmalige Erlebnisse zu reduzieren, weil wenn man sich das anguckt, ist es halt so, dass natürlich da auch unhöfliches Personal ist, aber die Leute sagen ja auch über Berlin unhöfliches Personal, Frankfurt unhöfliches Personal, eigentlich überall unhöfliches Personal. Die Leute sagen ja auch, ich wäre unhöflich. Ich bin einfach nur arrogant, das ist einfach nur eine falsche Interpretation. Ja, das nein, aber ernst. So. Eben, also es kann viele Dinge besser werden. Man hat es ja auch am Bali gesehen, zum Beispiel mit dem Flughafen, wo da die Katastrophe war. Aber das Problem ist, hast du in Frankfurt auch, wenn auf einmal 5 Jumbos ankommen. Los Angeles hatte ich es auch, bis mit der Lufthansa angekommen. Da sind ja nachmittags auch ein paar Jumbos angekommen. Und da hast du halt Riesenprobleme. Und dann heißt es halt wirklich, Füße in die Hand nehmen, rennen. Seitdem ein Global Entry gibt, ist das auch da besser geworden mit der Ankunftszeit. Also insofern kommt das auf die Zeiten da so an. Aber du warst ja quasi in Heraklion auf Kreta. Das ist ja quasi der die rote Laterne noch Gott sei Dank eins weitergeben konnte. Ja, aber ich kenne den anderen nicht. Zumindest war ich dazu schon mal, aber das ist über 20 Jahre her. Aber Heraklion, Kreta ist wirklich, wirklich gruselig zum Ankommen wie auch zum Abfliegen. Klein, eng, keinerlei Möglichkeiten einer Lounge. Man kann da nicht irgendwo gut sitzen. Es ist wirklich eng und hier in den Bewertungen wurde auch geschrieben, schlechte Luft, mitunter sogar Uringeruch. Ja, also dieser Flughafen ist wirklich ziemlich, ziemlich gruselig, muss ich sagen. Gut, das Problem wird wahrscheinlich sein, im Sommer quasi das Passagieraufkommen eines internationalen Großflughafens und im Winter wahrscheinlich relative Totenstille. Insofern, aber ja, keine Ahnung. Es gibt ja da auch keine, wer schon da war, weiß das, es gibt ja da auch keine Brücken. Also das heißt, man boardet immer in einen Bus hinein oder geht zu Fuß. Das ist schon mal alles etwas schwierig. Aber wie gesagt, das Flughafengebäude als solches, ja, hat die besten Zeiten hinter sich, kann man da wohl nur sagen. Ja, was soll man noch dazu sagen? Dann ja. Die Insel ist umso schöner. Also da gibt es nichts, wer nach Kreta will. Und Kreta ist sehr zu empfehlen. Gibt es nicht noch einen anderen Flughafen auf Kreta? Ja, gibt es. Catania. Aber der wird meistens, oder der wird nicht so häufig angeflogen, glaube ich. Kommt drauf an. Doch. Also Catania. Also auch. Aber Heraklion ist, glaube ich, irgendwie bekannter im klassischen Sinne. Aber den Gewinner wollten wir nicht vorenthalten. Ja, natürlich. Ja, die Franzosen mit Bordeaux, Mérignac heißt es wohl. Ne? Ja, Französisch ist so lange her. Der hat das Schlechteste. Der hat nur eine Google-Bewertung von 2,7. Und Mangel an Sitzplätzen. Totale Katastrophe, das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich kenne den, glaube ich, gar nicht, jetzt wo ich sehe. Ich glaube, ich bin in Bordeaux irgendwo anders hingeflogen. Da muss es noch einen Flughafen geben. Also zumindest habe ich den nicht so schlimm in Erinnerung. Ja, wahrscheinlich auch zu viel Bordeaux gesoffen. Aber das kann sein, ja, in der Tat. Bevor wir uns immer mit dem Schlechtesten hier assoziieren, die besten 5 Flughäfen Europas sind laut dieser Erhebung Malta, dann kommt Alicante in Spanien, Porto, Zürich und Athen. Wobei Athen, ich ehrlicherweise sagen muss, den Flughafen kenne ich sehr, sehr gut, weil ich da
dreistellig gewesen bin. Ich bin ja quasi fast aus Dubai alle zwei Wochen mindestens, teilweise auch zweimal pro Woche nach Athen geflogen, weil ich da geschäftlich zu tun hatte. Und ich finde den jetzt nicht so prickelig, ich finde ihn auch nicht grottig, aber es ist jetzt, dass er der beste Flughafen sein soll in Europa. Vielleicht hat Google Translate viele griechische Mitteilungen nicht richtig übersetzen können. Weil also das denke ich auch, Also Zürich auf Platz 2, ohne Frage, verdient, ist ja, auch, weißt du, einer meiner Lieblingsflughäfen. München würde mir da fehlen, den ich ja nach wie vor auch noch für ganz gut empfinde und der ja sonst auch immer ganz gut abschneidet. Aber gut, sei es wie es ist, Griechisch ist auch eine schwere Sprache, vielleicht hat der Google Translator ja, also tatsächlich. München, wo du es gerade sagst, Michael und beziehungsweise auch Just Lammers, die beiden CEOs, also Michael ist jetzt ja gerade ja für die Lufthansa im Aufsichtsrat für den Staat. Und Just Lammers, die haben halt einen guten Job gemacht. Und ich finde eigentlich, dass man den Flughafen gar nicht genug loben kann, wenn man andere Flughäfen sieht, die kurzen Wege und alles. Es ist sauber, es ist also das Restaurantangebot. Also, aber bevor wir jetzt vom Thema abschweifen, ich hatte euch ja versprochen. Genau. Ich hatte euch versprochen, ein bisschen FEX-Bashing zu machen, Berlin-Bashing zu machen. Ich mache das einfach in einem Aufwasch. Und zwar ist es so, der Flughafen Express, FEX, wie er dann heißt, der fällt aus wegen ist nicht. Und zwar Fahrgäste müssen ab Montag 4 Uhr morgens so ungefähr bis zum Morgen des 22. August. Und jetzt können wir mal gucken, wir haben ja heute den 6., also ab 8. bis zum 22. Da können wir ja direkt nach allem Riese fast sagen 14 Tage, ne? Würde man fährt mal die so Bude sagen. Nicht. Ja. Fährt die Bude nicht. Das heißt, also, der Schnellzug geht nicht. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, es gibt ja den RB14, den RE7 und so weiter und so fort. Ja, damit das Spaß macht, ist auch der 15. August bis zum 19. August diese beiden Optionen nicht verfügbar. Und gut, der Grund ist natürlich, dass die Arbeiten an den Gleisen in Grünau sind. Aber ich verstünde soweit nicht, dass das Ja, der Flughafen ist doch quasi fast neu. Also ich meine, dass man die Gleise dann nicht... Aber gut, wir wollen da nicht abschweifen. Was wissen wir schon? Ne? Ja, wer ist hier der Weichensteller? Und das wäre eine Neuigkeit. Was eine Neuigkeit ist, ist... Ja, im Prinzip, Mario hat ja so eine JetBlue-Geschichte. Und Indigo hat ja, glaube ich, denselben... Investor, ne? Irgendwie da so ein bisschen, oder? Haben die da was? Weiß ich nicht, ich frage nur, weil die sehen vom Logo so ähnlich aus. Ja, aber wir wissen ja auch, dass Brussels Airlines und Croatia auch fast dasselbe Logo haben wie wir. Und trotzdem nicht denselben. Ja, aber die sind ja durch die Lufthansa quasi in Gedanken verbunden. Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber nichtsdestotrotz, die machen es jetzt dreilagig sozusagen. Ja, und zwar, ich habe das Bild ja eingeblendet und ihr seht es ja auch. Also, was ich spannend finde, ist einfach, was sind die Leute, die da unten drunter mit den gelben Westen stehen? Sind das Wachleute, dass die Leute nicht an der Reifen was klauen? Keine Ahnung. Oder alle wollen sich diese Premiere angucken, dass von aus drei Türen debordet wird. Ich weiß es nicht. Aber ja, wobei, ja, Leute aber man haben sie ja einfach, genug in Indien. Ja, aber man hat ja das Trial-Ding hat man ja erfolgreich abgeschlossen. Also insofern. Ja. Und Gott sei Dank ist ja die Tür aus dem 320, 321er auf der rechts, also die 1R. Man guckt ja immer in Flugfahrt oder Sitzrichtung. Ja. Und dann ist links die Tür, die erste ist die 1, die zweite ist die zweite und dann halt L für links und R für rechts. Und dann im 380er ist es dann kongruent nochmal, dass man ein UL dazu macht, also Upper Deck. Insofern sind die Türen ja gleich groß. Es gibt ja Flugzeuge, wo diese Türen ja kleiner sind. Und dann stelle ich mir das dann auch so vor, wo ich dann da so raus mich bücken muss. Wäre nicht spannend. Aber ich finde diese Rampe cool. Die sieht ja auch behindertengerecht aus.
Ja, ist aber viel zu steil. Also ein Gehandicapter mit Rollstuhl wird da wohl kaum alleine hochkommen. Da braucht er auf jeden Fall eine Hilfsperson. Aber, nein, aber dass er reingerollt werden kann, ja, das ist ja... Ja, das auf jeden Fall. Du brauchst nicht diesen Hubwagen. Ich überlege gerade, auf irgendeinem Flughafen in den USA bin ich auch mal über so eine Rampe gegangen. Keine Ahnung mehr, ob das warum und wieso. War das Washington? Kann sein, ja. Waren das diese komischen Busse, die so gewackelt haben wie so ein Kamel? Die sowieso, ja. Das sind ja die überall hin, wo man irgendwie aus dem gefühlt 10. Stockwerk in so einen Bus steigt, ja. Also durch die Gegend geflogen wird. Ich weiß es nicht mehr. Ja, nichtsdestotrotz funktioniert das natürlich nur in der Außenposition, weil natürlich, ich kenne zumindest keinen Flughafen, selbst in Großbritannien nicht mit dem Linksverkehr, wo die Finger auf der anderen oder von der anderen Seite kämen. Dann müsste das Flugzeug rückwärts einparken. Aber für Außenposition fände ich das schon ganz gut. Wobei man sagen muss, in Frankfurt, als ich letzte Woche zurückgekommen bin, da waren wir am Ende froh, überhaupt eine Brücke zu bekommen. Also geschweige denn von Zweien oder Dreien zu sprechen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Flughafenlogistik entsprechend ist. Aber man kann, denke ich, relativ schnell die boarden. Also das Spannende an der Geschichte ist in meinen Augen, wenn man sich das anguckt, natürlich das Deboarding. Warum? Ganz einfach. Man hat ja bei vielen Fluggesellschaften das Deboarding schon versucht zu revolutionieren, Einsteigegruppen und so weiter. Einige Revolutionen hatten wir ja auch. Southwest Airlines zum Beispiel hatten ihre Anfangszeit, ich glaube, die sind in Dallas irgendwo hingeflogen. Da haben die es so gemacht, dass die Passagiere vorne eingestiegen sind, während die Passagiere hinten ausgestiegen sind. Und in der Mitte waren die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die Erdnüsse und die Reste da wieder rausgerahmt haben. Heißt also im Prinzip, damit hat man Turnaround-Zeiten von, ich glaube, sogar 10 bis 15 Minuten hingekriegt, was ich absolut krass finde. Ja. Ist natürlich Gott sei Dank abgeschafft worden, weil das jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so prickelnd ist. Wobei Personal immer noch bei Southwest teilweise die Flugzeuge anscheinend reinigen muss. Dann Ryanair hat eine eigene Treppe an der 737. Hat natürlich zwei Gründe. Einmal, wie oft haben wir bei Lufthansa schon gestanden, weil die Treppe nicht gekommen ist. Da machen sie einfach Tür auf, Treppe raus, danke, tschüss. Und das andere ist natürlich rein, er spart damit Geld. Warum sparen sie Geld? Weil du musst natürlich für eine Treppe, wenn sie rangerollt wird, bezahlen. Logisch. So, und was hatten wir noch als Variante? Ach ja, genau. Und das ist eine Variante, die ich eigentlich am allerbesten finde. Ich finde diese Dreier-Variante jetzt nicht wirklich so prickelnd, ehrlicherweise. Wie gesagt, man sieht nur zwei Sachen. Übrigens der Hinweis, hinten geht es natürlich auch aus der letzten Tür links auch nochmal raus. In Schweden habe ich das sehr oft mit Scandinavian Airlines. Da kannst du in das Flugzeug rein, natürlich über den Jetway, aber an der Jetway gibt es ja immer eine Tür, da wo die Koffer und so weiter rausgehen werden. Und da steht dann ab Reihe 15, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Reihe das war, 15, 20, keine Ahnung, nach hinten, die sollen rausgehen. Das heißt also im Prinzip gehst du dann die Treppe runter, gehst dann unten rum und gehst um den Flügel und gehst dann hinten ins Flugzeug rein, wenn du hinten sitzt. Hast also zwei Eingänge, um das Flugzeug zu bestätigen. Flüge kann man bestätigen durch Einsteigen. Ja. Also steigt ihr da ein. Das finde ich eigentlich am allergeilsten. Ja, das ist so. Aber machen wir uns nichts vor. Man kann da zwar tolle Varianten machen, mit erst die Fensterplätze besetzen. Am Ende musst du in eine ziemlich enge Röhre einsteigen mit ziemlich vielen Leuten. Das wird nie optimal, denke ich, funktionieren, weil die Leute auch in der Regel nie so diszipliniert sind. Wir sehen es ja jetzt schon bei den Boarding Groups, das funktioniert ja manchmal auch nicht. Da drängeln sich dann Leute vor und dann gibt es da auch Chaos. Alles schwierig. Ja, aber nur weil du Senator bist und durchrennen musst, ist es ja jetzt nicht für die anderen Leute so. Ja, das stimmt natürlich. Wo wir bei nicht müssen sind wir bei der Condor. Die Condor hat die Gehälter erhöht vor der Zeit. Waren die jetzt irgendwie von dem beeindruckt, was die Verdi da abgezogen hat? Haben die gesagt, hey, ja, wir geben euch jetzt Geld? Oder war das einfach, weil sie sagten, ihr seid geile Mitarbeiter? Was ist der Grund jetzt, dass die Condor auf einmal so eine vorgezogene Tarifeinigung hat? Tja. Kennt man nicht in Deutschland. Nee, aber
ich meine, letztlich ist es ja ein Gebot der Ratio gewesen. Die wissen um die komplizierten und komplexen Vorgänge an den Flughäfen, aufgrund des Flugchaos. Und sie wissen genau, wenn die Kolleginnen und Kollegen da bei ihnen auch streiken, dann haben die auch ein Riesenproblem. Und ich finde es ja auch eine ganz gute Marketing-Sache, wenn man sagen kann, also unsere Flüge haben mehr oder weniger alle stattgefunden und sind nicht wegen Streik ausgefallen. Denn auf der einen Seite weiß man ja, dass man um eine Erhöhung ohnehin nicht drum herum kommt. Ich finde, sie ist ja noch im Gegensatz zur Lufthansa recht moderat. Ich finde den Lufthansa-Abschluss auch unter volkswirtschaftlichen Bedingungen ist einfach eine Katastrophe. Solche Lohnabschlüsse heizen die Inflation in Deutschland noch mehr an. Aber das ist ein anderes Thema. Lohnpreisspirale ist das Stichwort. So ist es. Also insofern war das viel zu hoch. Aber auf der anderen Seite die Condor, die ja, denke ich, im Moment ohnehin einen recht positiven Kurs eingeschlagen hat mit neuen Flugzeugen. Gut, über die Livery kann man natürlich streiten. Haben halt das Problem nicht, dass in der Sommersaison die Flüge wegbrechen. Also insofern, aus der Not heraus, würde ich sagen, aus der Not heraus hat man sich hier dort geeinigt. Also I beg to differ. Also einmal, dass die Lufthansa natürlich in Form von Herrn, ich glaube sogar Doktor ist der Herr Niggemann, der sagt, man hätte das gemacht, um wieder als attraktiver Arbeitgeber darzustellen, was natürlich der komplette Quatsch ist. Ja. Weil wenn man als guter Arbeitgeber dastehen möchte, dann hätte man einfach direkt im Condor-Beispiel sich folgenderweise positionieren können oder aber auch vorauslaufen können. Aber die Lufthansa, und dann höre ich auch schon wieder mit Lufthansa-Bashing auf, morgen könnt ihr das Lufthansa-Update haben, Folge 2, glaube ich, sogar diese Woche, ist es einfach so, dass die Lufthansa, und ich sage es immer wieder, sie lieben nicht ihre Kunden, sie lieben nicht ihre Mitarbeiter, sie lieben sich nur selber. Und das ist halt einfach so, wenn man seinen eigenen Saft nur mag dann, und darin auch schmort, dann ist das halt einfach scheiße auf gut Deutsch. So. Und ich glaube, die Condor hat das ehrlich gemeint. Und auch Teckentrupp, der ja ein alter Lufthanseat ist, das darf man ja gar nicht vergessen zu sagen, weil er war ja auch unter Weber, wobei Weber ja auch der Lufthanseat ist. Jetzt fange ich wieder an abzuschweifen. Auf jeden Fall, Weber ist ja Mr. Lufthansa. Lustig finde ich halt immer, ich war auf einem Flug, ich weiß gar nicht, wo es hin war, Amerika irgendwo, und da war Herr Dr. Weber mit seiner Frau an Bord und eine Flugbegleiterin fragte ihn, wer er ist, und ich denke so, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Also im Prinzip, so wie vom Bundespräsidenten, solltest du das Foto vom Weber zumindest im Büro hängen haben. Also, nun gut, aber das ist halt so. So, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, die Condor hat kein Problem gehabt, weil sie das Personal nicht entlassen hat. Die haben die Leute behalten. Sie haben sich um die Leute gekümmert. Die Leute haben natürlich auch der Condor gegeben. Das heißt also, die Condor hat eine Historie, dass sie ihre Leute liebt. Condor liebt Fliegen, wie wir ja an der 757 immer sehen, was ja immer noch so lackiert ist, bis sie, verschrottet wird. So, das heißt also ergo, dass diese Liebe, die Condor gibt, auf das Personal überspringt, auf diese Liebe auf die Passagiere, weil die Leute mögen ja Condor, die mit Condor fliegen. Und viele Leute sagen ja auch, dass halt Condor Ferienstimmung und so weiter einfach transportiert. Jetzt mit der Livery, du hast es wieder angesprochen, finde ich es eigentlich, nachdem man sich dran gewöhnt hat, auch nicht so schlecht. Und diese Liebe wird überall gespreadet. Also das heißt im Prinzip, dass alle davon profitieren. Und du hast ja auch gesagt, 9%, glaube ich, ist die Erhöhung gewesen, ne? Ja. 9%, das ist ja moderat, wenn man ehrlich ist, wenn man die Preissteigerung sieht und so weiter. Und vor allem auch, die hätten wahrscheinlich nie 35 Millionen verloren wie Lufthansa an dem einen Tag. Wobei ich diese Zahl auch nicht weiß, inwieweit die stimmt, weil du hast ja zum Beispiel gewisse Kosten fallen ja dann nicht an. Zum Beispiel, wenn du nicht fliegst, brauchst du auch keinen Sprit zahlen. Zum Beispiel. Ne? Also muss man ja die Ehrlichkeit mal halber sagen, ne? Nur so als Randbemerkung. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass ich glaube, dass das der richtige Weg ist, dass man da auch in einer Union ist und das sollte man sich merken, egal in welcher Branche man ist, und da muss man auch nicht den Namen vom Kranich nennen, sondern egal in welcher Beziehung man ist, es ist immer ein Geben, ein Nehmen und dann geht alles gut.
So ist das. So ist das. Wir geben alles für die Umwelt. Lufthansa hat den Cleantech-Flieger, den CO2-Schriftzug da drauf, dass man halt wirklich da fliegt. Weil wenn man sich das anguckt, das ist ja der sogenannte 2-Liter-Flieger. Und man hat jetzt in Skandinavien diese Sonderrate eingeführt. Und zwar diese, dass man im Prinzip CO2-neutral durch Kompensation fliegt, 80%. Und 20% festhalten wird mit SAF gemacht. Jetzt kann man natürlich sich das Ganze ein bisschen kritisch angucken, aber Lufthansa hat gesagt, nee, nicht so kritisch gucken, deshalb geben wir euch 20% Statusmeilen und 20% Premiummeilen. Hurra, schreit der geneigte Zuschauer, aber Hon-Meilen gibt es natürlich nicht, weil Economy zählt für einen Hon nicht. Ha, ha, ha. Wenn man sich den Preis anguckt, und das hatte ich beim letzten Mal ja auch gesagt, dann entspricht er dem Economy Flex, aber mit einer gewissen Einschränkung. Das heißt, der dusselige Economy Green Tarif, der genauso viel kostet wie so ein Economy Flex, der ist einfach in meinen Augen nicht vergleichbar. Warum? Weil er keine Erstattung ermöglicht. Der Economy Flex kann zumindest mit 70 Euro Strafe erstattet werden. Dann früherer Flug am selben Tag. Priority Lane, wo verfügbar ist. Und ich hatte es ja euch auch schon gesagt, was ich dazu halte. Und ich habe jetzt einfach mal mir noch mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Und wenn man jetzt diese Geschichte sich nimmt, wie kommt die Lufthansa eigentlich auf die fucking Idee, dass man einen ökologischen Tarif kauft und damit seine Flugscham, die ja eigentlich alle Leute haben sollten, in Schweden habe ich es lange nicht mehr gehört, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, ist es halt einfach so, dass wenn du meinst, dass du aus Umweltschutzgründen nicht fliegen solltest, Alter, bleib mit dem Arsch zu Hause. Das ist einfach so. Ja? So ist es. Dann die nächste Sache ist, normalerweise müsste dieser CO2-Ausstoß ja rein theoretisch über den Load-Faktor gehen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Warum? Weil wenn das Flugzeug halb leer ist, oder ich habe ja auch Kollegen gehabt, die sind ja auch alleine mal mit so einem Flieger geflogen, das ist so Private Jet in the Aeroplane. Ich bin ja auch mit 5 Leuten mal von Hongkong in der 747 nach Bangkok geflogen. War ein geiles Erlebnis mit Cathay Pacific. Yes, nur dann habe ich dann mein CO2 kompensiert, wenn ich da die wohl kaum paar Euro. Dann gibt es Anbieter, die es billiger können. Ja, das ist noch das andere. Dann SAF, Sustainable Aviation Fuel. In welchen Mengen gibt es das Zeug? Und jetzt kommt der Burner. Muss das nicht so irgendwoher hierher transportiert werden, abgesehen davon, dass man das Essen anderer Leute zu Flugbenzin macht? Nur so als Randbemerkung. Und jetzt kommt die nächste Geschichte. Und das muss man sich ja auch mal überlegen mit der ganzen Geschichte. Ist halt, das CO2 wird gemacht. Ja? Deshalb halte ich es für wichtiger, dass man einfach sich anguckt, ob der Flug nötig ist. Und wie ich das in dem Interview immer sagte, leider kann ich aus Helsinki nicht schwimmen nach Hamburg und dann mit dem Zug weiterfahren. Das geht einfach leider aus Zeitgründen zumindest meistens nicht. Ja. Aber ich fahre zum Beispiel, weil wir die Stammtische eben haben, ich fahre von München aus nach Frankfurt und nach Berlin mit der Bahn. Obwohl natürlich weil du ein Abenteurer bist. Ja, weil ich natürlich gerne am Limit lebe und gerne auch. Übrigens, ein Ticket hat mir Sven gebucht auf diesen Flixtrain. Wow, das wird interessant. Ja, ich will es mir zumindest einmal geben, aber nichtsdestotrotz, es ist halt einfach so, Fliegen wird halt nie nachhaltig sein. So, und jetzt bevor, ich habe noch 15.000 andere Themen, aber ich möchte jetzt nicht gar nicht. Fliegen muss auch nicht nachhaltig sein, ist alles gut. Ja. Willst du noch was dazu sagen? Oder? Nee, ich will nichts dazu sagen. Du weißt, dass ich das alles völlig überzogen finde, diese ganzen Geschichten. Also, ist in Ordnung, sollen sie so machen. Ein bisschen paradox ist es ja, du hast es ja angesprochen, ich bekomme mehr Status und mehr Prämienmeilen. Das bedeutet ja, eigentlich ist das ja ein besonderer Anreiz für gewisse Vielflieger, dann diesen Tarif zu nehmen und
sozusagen wird man damit ja an eine Fluggesellschaft gebunden. Und das bedeutet ja in der letzten Konsequenz, dass man gerne mehr fliegen möchte, um vielleicht einen Status zu bekommen. Das ist ja übrigens bei allen anderen Punkteprogrammen auch so. Ob du Payback hast oder sonst was, im Zweifel kaufst du dann eher mehr. Und bei demjenigen, wo du diese entsprechenden Punkte bekommst, und das ist dann im Grunde so ein System, was sich immer weiter antreibt. Du hast es ja gesagt, eigentlich wer wirklich so sehr diesem Umweltgedanken hinterherhinkt, der dürfte eigentlich gar nicht fliegen. Aber egal. Also wenn Lufthansa ehrlich wäre, würden sie einfach einen Flex-Tarif machen und den Flex-Tarif quasi nicht als vierte Option nehmen, sondern würden die drei Optionen, die es im Moment gibt, einfach lassen und würden den Flex-Tarif grün machen und würden das kompensieren. EasyJet kompensiert auf eine Art und Weise, NetJets kompensiert auf eine Art und Weise. Das heißt also, wenn man unbedingt will, kann man dieses Greenwashing, kann man das anders darstellen. Und ich finde auch einfach, dass man natürlich beim Fliegen andere Themen angehen sollte. Zum Beispiel, dass man anfängt, darüber nachzudenken beim Fliegen, dass man Gewicht einspart und solche Sachen. Das heißt also im Prinzip, dass man beim Essen natürlich auch mal hinkommt und guckt, ob man vielleicht bei das Buy on Board etwas umgestaltet, indem man zum Beispiel in der Business Class sagt, hey, du kannst dir das Essen aussuchen, was du essen magst, damit die das Essen nicht hin und her kutschieren müssen. Tasting Heimat ist ja für viele ein Thema, einige mögen es nicht. Also das heißt, dass man zum Beispiel aus einem Menü auswählen kann, bis zum Beispiel 24, 48 Stunden vor Abflug, und dann bekommt man dieses Menü einfach an Bord und hat darauf Bock. Und nicht, dass man zum Beispiel, wenn etwas mit Fisch da ist, ich würde es nicht essen. Das heißt also, man carryt dann Sachen mit, die man gar nicht braucht. Und da, glaube ich, wäre wesentlich mehr Potenzial und auch mehr Ehrlichkeit und nicht dieses Pseudo-Greenwashing. Und vor allem, was mich am meisten an der Sache irritiert, und das ist ja auch die ehemalige Finanzvorstandsdame Menne, glaube ich, hieß sie, die hat ja auch gesagt, warum müssen wir das bezahlen als Passagiere? Das muss der Konzern machen und dann einpreisen, Ende aus Mickey Mouse. Und das war ja ein der berühmt-berüchtigten Clubhouse-Talks, wenn du dich noch daran erinnerst. So, aber jetzt lass uns damit aufhören, lass uns mit guten Nachrichten enden. Hilton Honors doppelter, ja, Entschuldigung, ja? Wir wollten eigentlich noch über die SAS und Finnair sprechen. Ach, und den SAS und Finnair. Natürlich, danke, dass du uns da nochmal drauf hinweist. Ich wollte zu positiven Sachen kommen, es tut mir leid. Aber sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Also auf jeden Fall ist es so, dass bei der Finnair und der SAS ist die Situation wie folgt. Dadurch, dass die Luftraumsperrung ja da ist, das heißt also, man quasi nach Russland nicht rein darf, nicht drüber hinweg darf, sondern drumherum fliegen muss, ist es natürlich mit einigen Zielen halt so, dass die Flugzeuge Flugzeiten von 5 Stunden mehr haben. Helsinki nach Seoul, das ist ein Riesenproblem. Ja. Und abgesehen davon, dass es nachhaltig ist, gehen ja Leasing-Companies davon aus, dass die Fluggesellschaften jetzt da Flugzeuge abstoßen. Vielleicht für Lufthansa eine Möglichkeit, ne Mario? Ja, vielleicht kann man günstig noch eine A350 bekommen. Ich meine, die Finnair fliegt ja ohnehin schon für die Lufthansa beziehungsweise für die Kollegen von Eurowings Discover. Und die SAS-Flugzeuge ohnehin im Verbund mit der Starlines. Da ist ja ohnehin die Frage, wie es mit der SAS weitergeht. Das ist ja auch der ewige Übernahmekandidat, aber ich glaube nicht, dass sich die Lufthansa an denen die Finger verbrennen will. Ich weiß es nicht. Wenn das Asiengeschäft natürlich mal wieder irgendwann losgeht, man weiß natürlich überhaupt nicht, wie lange das dauert, sind die beiden Fluggesellschaften, haben dann zwar einen strategischen Vorteil, wenn sie dann allerdings keine Flugzeuge mehr haben, dann ist es natürlich auch schwierig. Also ein großes Dilemma für Finnair und SAS, wobei vielleicht die Lufthansa an dem einen oder anderen Flieger Interesse hätte, aber die sind ja dann auf jeden Fall gebraucht. Ne? Also ja, nur muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, Carsten Spohr rechnet ja ab nächsten Jahr damit, dass China wieder öffnet. Das ist einfach so, das heißt, das Geschäft zieht an. Wir hatten ja letzten Donnerstag, war das noch Mittwoch, hatten wir den Call. Und
Finnair wird aber immer trotzdem das Problem haben, auch wenn sie die Flugzeuge haben, dass es unwirtschaftlich und nicht rentabel für die ist, weil sie halt so große Strecken drumherum fliegen müssen. Ja. Natürlich nicht für alles, aber trotzdem ist halt der gesperrte russische Luftraum und ich gehe einfach auch davon aus, wenn man irgendwann mal einen Ukraine-Russland-Deal hat, in irgendeiner Form, unabhängig jetzt, wie der aussieht, dass Russland nicht so schnell vergisst. Und nee. Man kann da halt nur hoffen, dass das die Stalin-Lösung ist. Heißt also quasi durch, wie heißt das nochmal, sozialverträgliches Frühableben. Ja. Und nachdem der CIA ja bestätigt hat, dass der sich einer sehr, sehr guten Gesundheit bedient, keinen Krebs hat und so weiter, ist Rasputin da natürlich noch ein bisschen durch die Lande unterwegs. Und ja, also das ist halt das Hauptproblem in meinen Augen. Und ich glaube, dass das Programm von SAS und von Finnair da nachhaltig gestört ist. Ja. Man sieht ja auch, dass Finnair durch die Krise relativ gut gekommen ist. Ich habe übrigens einen Call auch gehabt bei Finnair. Mario Deutsch, die sagt, was, ich kann nicht fragen. Was? Ich hatte den Finnair-Call, habe ich auch gehabt, Quartal zu. Ich mache ja mal solche Calls mit von den Fluggesellschaften, wo die ihre Ergebnisse und so weiter erklären. Du kennst das ja auch, das ist so eine Telefonkonferenz. Du wählst dich ein und dann bist am Telefon und hast dann gefühlt 100 Journalisten hören zu, wie die da warme Worte abgeben zum Beispiel. Und ja, das ist halt das, was bei denen halt ist. Die haben Gewinn gemacht. Und der Vertrag mit Eurowings ist ja um die 3 Flugzeuge auch verlängert worden. Also insofern das nur am Rande. Also, was sagt ihr dazu? Sollte Lufthansa da noch mal ein paar 350er, 330er sich holen? Tja. Was ist so? Oh, schauen wir mal. Apropos schauen wir mal, wo ich gerade wieder JetBlue bei dir sehe, fällt mir auch ein. Bei JetBlue habe ich auch einen Call gesehen oder gehabt. JetBlue möchte ja jetzt demnächst. Ich waren aber nur 3 Calls diese Woche. JetBlue, Finnair und Lufthansa. Sind wir eigentlich schon bei einer Stunde jetzt? Hört überhaupt noch jemand zu? Ja, wird sie jetzt aber unten schreiben, ich bin noch da. Parole ist ja. Nein, kein Quatsch, schreiben bitte. Im Prinzip ist es so, JetBlue will jetzt auch noch eine neue europäische Destination zusätzlich zu London bekannt geben. Sehr schön. Frankfurt hoffentlich. Ja. So bleiben wir gespannt. Also es wurde nicht aufgelöst. Dann lass mich jetzt... Komm jetzt mal zu Hilton. Ja, zum Guten kommen, weil wir sind wirklich über 30 Minuten, glaube ich, gefühlt. Bei Hilton Punkte Kauf. Und zwar, ihr könnt bis zum 8. September Punkte kaufen. Hilton Punkte sind normalerweise bis 80.000 Punkte pro Jahr nur möglich. Diesmal hat man die Punktegrenze auf 160.000 angehoben und gibt nochmal, und zwar 100% Bonus. Diese 100% Bonus abonniert ihr dann natürlich zu 60.000, 160.000, nochmal 160.000 zusammen, sind also quasi 320.000 und man kassiert dafür 1.600 US-Dollar von Hilton-Seite aus, also points.com, das ist der das macht für die. Ist das ein Deal, den man machen soll? Wie immer an dieser Stelle die Warnung an den geneigten Zuschauer, nur wenn ihr einen Use Case habt. Und genauso ist das auch bei Hilton, weil das Problem bei Hilton ist, dass die Preise mittlerweile ja nicht mehr fix sind, sondern die sind fluktuierend, ne Mario? So ist das. Heftig fluktuierend. Genau, also wer einen Use Case hat, wer auf die Malediven möchte oder irgendwo hin oder irgendein geiles Burner-Property machen will, Ritz-Carlton, ist es nicht, sondern Waldorf Astoria heißt es bei denen, also mit Ritz-Carlton vergleichbar, ist es halt einfach so, dass dann es im Einzelfall Sinn macht, um Meilen zu kaufen, Punkte zu kaufen, um sie zu haben, macht auch keinen Sinn. Wir sehen ja zum Beispiel bei Aeroplan in Kanada, dass Punkte gnadenlos über Nacht devaluiert werden, indem man einfach die Preise erhöht. So, das ist halt das Problem. Dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Interesse habt, mehr Meilen und Punkte zu sammeln mit der Hilton-Kreditkarte, warum nicht eine amerikanische Hilton-Kreditkarte, wo es bis zu 17-fache Punkte gibt, zum Beispiel, oder andere Geschichten, wo man auch einen Diamond-Status bekommen kann, nur wenn man eine Karte hat, gibt Möglichkeiten auch ohne Social Security Number und ohne amerikanische Residency. Also insofern, da einen Call mit mir machen. Das Letzte, was wir noch machen wollen, ist... Wenn man nach Amerika fliegt, muss man ja auch wieder wegkommen. Das ist Dealzone.
Und ich prügel das jetzt knallhart durch, ne? Mach, da kenne ich los, nichts, ne? Mach jetzt. Attacke. Ist Sky Team ist von San Francisco nach Rom mit Air France, ist aber auch mit den Freunden von Alitalia noch möglich, solange sie ja noch in der Sky Team sind. Und natürlich Delta. Eine Reiseklasse gibt es natürlich auch, das wäre Z. Es sind Flüge ab Oktober 2022 möglich. Preis, das ist das Spannende, ab 2200 US-Dollar ungefähr. Ticket muss 28 Tage vor Abflug gekauft werden. Minimumaufenthalt 7 Tage, maximaler Aufenthalt 12 Monate. Kein Stopover erlaubt, auch nicht gegen Geld. Ticket ist nicht refundierbar, aber natürlich gegen Reissue und Revalidation sind die Tickets natürlich nicht erstattbar, sondern umbuchbar. Ganz wichtig. Strecke wäre zum Beispiel von San Francisco über Los Angeles nach Rom und dann zurück. Rom wäre dann zum Beispiel der Direktflug mit der ITA. Das wäre auch ein Erlebnis, wer das haben möchte. Und zurück natürlich selbiges. Dann wollt ihr natürlich auch noch Meilen sammeln in der ganzen Bude. Das soll ich euch auch geben. Das habe ich bei Where to Credit ausrechnen lassen. China Eastern Airlines gibt euch 33.060, Aeromexico 27.557, 27.390 gibt es bei der Virgin und bei den Tschechen. Bei den Chinesen von China Southern gibt es 22.40, Saudi Arabian 20, Aeroflot übrigens 17.000, wie bei Virgin Korean Air Europa auch 17.000, paar kaputte. Beim Eierfranken und seinem Flying Boo-Programm, wo natürlich dann die ganzen drin sind, wie KLM und Air France heißt, das sind 13.694 mit Aerolinas Argentina, China Airlines und den ganzen Konsorten bis Garuda runter gibt es das alles. Das Einzige, was ihr bei Delta wissen müsst, ist, da gibt es halt pro US-Dollar Umsatz nur 5 Punkte. Damit sind wir jetzt im Schweinsgalopp durch. Ja. Wunderbar. Ja, trotz der Länge, ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Es hat euch gefallen. War schön mit euch mal wieder. Ist wie Übergewinnsteuer. Bei uns gibt es vielleicht auch eine Überlängensteuer. Das ist danke, so. dass ihr heute bei uns wieder dabei wart. Aber wir mussten ja ein bisschen zelebrieren, dass Mario dabei ist. Deshalb trotzdem abonnieren. Nach 40 Minuten bis zum Stillstand der Augen haben wir es hoffentlich nicht geschafft. Heißt also einfach Glocke an, Kommentar, Like da lassen, Stammtisch kommen und in Frankfurt am 13.8. könnt ihr Mario anfassen. Allerdings, jedes Anfassen kostet Geld in die Vereinskasse. Genau. So, sagt Tschüss. Tschüss.